Moin Moin und Hallo. Herzlich willkommen zu Tag Nummer 11 von unserem Weihnachtskalender Öffnungsprojekt in diesem Jahr. Ja, wir stehen also einen Tag vor Halbzeit. Yeah, ein Tag vor Halbzeit bis nach Weihnachten. Läuft, Diggers, oder? Läuft richtig gut für uns. Heute soll's um Plätzchen gehen. Um Kekse. Um verschmackungslierendes, gut schmeckende Süßspeisen. Ich habe nämlich gebacken. Also ich, es hat so gut geschmeckt, dass alles schon wieder weg war. Und ich habe es alleine gefressen. Ich habe ganz wenig abgegeben. Es tut mir leid. Ich habe nämlich super geilen Mürbeteig gemacht. Oh, super lecker, sage ich euch. Mürbeteig ist ein ganz easy peasy Teig. Es ist einer der einfachsten Teige da draußen, die sogar so eine Flasche wie ich hinbekommen. Man nimmt einfach Mehl, Eier, Zucker, dann ein bisschen Fett, ein bisschen viel Fett in Form von Butter und man nimmt ein bisschen Backpulver. Fettig. Kann auch Vanillezucker nehmen noch, okay? Und es gibt noch ein paar kleine Variationen, die man noch einbauen könnte. Aber das ist so der Standard-Mürbeteig. Ich glaube, der heißt 3-2-1. Drei Teile Mehl, zwei Teile Butter, ein Teil Zucker. Ganz einfach. Alles reinschmeißen, durchwirbeln lassen, dann kneten ein bisschen. Dann packt man das in Zellophanpapier ab in den Kühlschrank. Warum ab in den Kühlschrank? Eier habe ich vergessen. Ab in den Kühlschrank damit. Dort drinne bleibt er dann, weil das Butterlinchen, was ja sehr warm war, soll dann schön hart werden. Hart, relativ hart, trotzdem immer noch verarbeitungshart. Und dann rollt man es aus. Und dann sticht man wunderschöne, leckere Plätzchen heraus. Und dann bleibt auch immer Rest in den Zwischenräumen. Den muss man dann so essen. Das ist dann der Daug, der Teig, der sehr gut schmeckt. Aber nicht so viel davon essen, sonst kriegt man nicht nur so eine fette Wampe, wie ich sie habe, sondern auch noch wanst rammeln. Okay, und dann kommt das auf ein leckeres Blechli, wird gebacken, 10 Minuten nur, und dann hat man wundervolle, leckere Plätzchen, die einfach göttlich schmecken. Man kann sie noch optimieren mit ein bisschen Schokoladenglasur, bla 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 bla. Aber das ist im Grunde das Leckere. Denn diese Dinger kann ich tonnenweise essen. Aber ich sage euch, was noch geiler war. Denn ich habe nämlich noch ein Upgrade gemacht. Oh, aus dem Mürbeteig kann man auch solche Kugeln formen, wisst ihr? Und dann kann man dann so ein Loch reindrücken, okay? Ihr wisst, worauf ich hinaus will, ne? Ochsenaugen, lecker! Marmeladenplätzchen, oh! Da füllt man dann mit einer Tülle Konfitüre, alle Art rein. Am besten aber welche, die nicht Stücke enthalten. Ansonsten habt ihr auf einmal so eine dicke Kirsche darauf kloppen, was ich nicht schlimm finde. Und die schmecken noch eine Etage besser als die normalen Plätzchen. Oh, das. Lecker, lecker, lecker. Deshalb, das, was wir hier auspacken, ist auch sehr lecker, weil voll mit Schokolade, sehr schokoladig, sehr lecker, sehr pralinär. Das ist eine ganz leckere Art, ohne Kack. Und die gehören auch in die Weihnachtszeit mit rein, sicher. Aber was halt fehlt, sind die Plätzchen. Aber Plätzchen und Kekse kannst du ja nicht in so einen Adventskalender, der ja bestimmt schon ein halbes Jahr vorher produziert wird, packen, oder? Das ist ja schwierig. Deshalb müssen wir das zu Hause machen. Es ist außerdem auch so ein Ritual geworden in vielen Familien weltweit, dass man in der Weihnachtszeit auch Plätzchen backen tut. Denn das tut gut für alle. Denn man bietet auch den Gästen, wenn mal Gäste kämen dieses Jahr, dürften, okay, ihr wisst, was ich meine, dann kann man sie anbieten als kleine Leckerei, sehr gut zum Kaffee, den ich gerade nicht konsumiere, damit meine Zähne nicht wieder ganz gelb werden. Ich mag nämlich Kaffee. Ich kann ihn nicht trinken, weil meine Zähne dann gelb werden, Mann. Egal, genug geheult, jetzt geht's weiter. Man dippt das in den Kaffee rein und dann, oh, lecker, delicious, delicious, delicious. So,
Und dann habe ich die Dinger gemacht, ne? Und dann habe ich mich da zurück erinnert an meine Blockzeiten, wisst ihr? Ich habe Dominosteine früher gemacht, selbstgemachte Dominosteine. Oh, super lecker. Dominosteine, ganz viel Arbeit, müssen mehrere Etagen bauen, die übereinander packen, dann muss das gebacken werden, also der Teig muss gebacken werden, dann muss es wieder übereinander gepackt werden. Oi, oi, oi. Aber so lecker, sage ich euch. Die sehen natürlich nicht so toll aus wie die standardisierten, industriell hergestellten Dominosteine, die wir zum Kaufen kriegen. Die sind auch wahrscheinlich etwas teurer, wenn man sie selber macht. Etwas viel teurer, wahrscheinlich doppelt so teuer. Aber sie schmecken, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass sie doppelt so toll schmecken. Also weil die Dominosteine, die industriell gefertigt werden, sie schmecken auch gut. Die schmecken ein bisschen besser. Aber nur ein bisschen. Ja. Und die waren geil, sage ich euch. Und dann erinnere ich mich zurück noch an Kokosmakronen. Die werden mit so einem Leib Christi, sprich so ein bisschen Esspapier gemacht. Ne? Und dann kommt da oben drauf Kokosraspeln. Oh, auch so schön mit ein bisschen lecker Zuckerchen. Ne? Und oh, lecker, lecker. Kommt da oben drauf, wird dann auch kurz in den Backofen reingeballert, 10 Minuten, zack, fertig. Super lecker. Kann auch mit Schokolade überziehen. Schokolädchen. Und dann, das habe ich auch gemacht, war sehr lecker. Aber das war noch zu meinen Blogzeiten vor ungefähr 10, 15 Jahren. Oder dann Gingerbread. Oh, Lebkuchen. Super, super geil. Habe ich auch gemacht. Lebkuchen schmeckt echt klasse, wenn er noch saftig ist. Ne? Es gibt vielen günstigen Lebkuchen da draußen. Der ist einfach nicht so saftig. Mann. Und dann gibt es Lebkuchen darauf. Ich glaube, der heißt Elisenlebkuchen oder so. Der schmeckt so zart, honigmäßig. Lecker. Lecker. Aber das sind alles monsterkrasse Kalorienbomben. Zimtstern habe ich auch schon mal gemacht. Oh, auch lecker. Ist auch eine Art Mürbeteig. Und dann kommt dann oben noch eine Glasur drauf. Sehr leckeres Zeugs. Dann habe ich auch, was war das andere, was ich noch gemacht habe? Also jetzt haben wir Zimtsterne, wir haben Gingerbread, wir haben den normalen Teig, wir haben das, wir haben dies. Dominostein hatten wir auch schon. Oh, hier, die Vanille. Kipfel oder Vanillekripfel oder so. Auch super lecker. Schmecken schön nach Vanille. Ist auch eine Art von Mürbeteig. Also ihr seht diese Assoziation. Das hat alles miteinander zu tun. Ne? Aber es schmeckt alles lecker. Denn es ist süß. Menschen mögen süß. Wir sind darauf programmiert, süße Speisen zu bevorzugen, damit wir sozusagen mehr Kalorien für den Überlebenskampf, den wir täglich ausballern müssen, gewappnet sind. Das gilt natürlich jetzt nicht mehr so in den Industriestaaten, in denen wir leben, weil doch recht Überfluss da ist. Ja. Und deshalb sind wir auch alle so fett. Also nicht alle natürlich, ne? Also ihr seid alle nicht fett. Ich bin fett. Und das ist das Problem dahinter. Ja, ja. Obwohl ich jeden Tag meine Ringe schließe. Verdammt nochmal. So, also diese ganzen Leckereien sind jetzt da und sie sind auch schon wieder weg. Ich habe sie alle aufgegessen, aber ich habe nur jeden Tag so ein paar gegessen. So. 3. Sick. Plätzchen. Wenig. Ganz wenig. Und ich hoffe, ihr habt auch schon gebacken. Und wenn nicht, dann solltet ihr damit mal anfangen, weil ich war heute auch einkaufen. Nicht heute, heute ist früh. Gestern. Ich war gestern einkaufen und es war schon wieder alles leer gekauft. Also, ihr solltet noch mal gucken, ob ihr noch Mehl und Eier und Nudeln kriegen könntet. Und dann könnt ihr noch was Leckeres kochen zu Hause, beziehungsweise backen, wenn wir die Nudeln weglassen. Lecker ist besser. Denn auch die Restaurants sind ja geschlossen. Das heißt, wir müssen uns ja jetzt selbst versorgen. Keine Buffets mehr. Aber wir öffnen jetzt den nächsten Tag, der jetzt am Aufgehen ist, mit einem Türchen für den Tag vor Halbzeit. Ja. Heute ist bestimmt was Tolles drin. Wir suchen jetzt also die 19, die 23, 16, 14, 21, 12, 13, 15. Wo ist denn die 11? Leute, die 11 fehlt. Hey, hier ist keine 11 dran, Leute. Doch, in der Mitte ist die 11. Ja. Die 11 hat eine richtig große Öffnung und oh, ein Herd. Habe ich wirklich auch die 11 geöffnet, nicht die 24? Ha,
So, guck mal, was Neues. Das ist was ganz Neues. Das hatten wir bis jetzt noch kein Mal. Ein Herz. Ist das süß? Ja. Ein Herz in Aluminium geschlagen. So, die können wir noch aufbewahren für was anderes. Und jetzt schauen wir uns das Herz nackelig an. Das nackte Herz ist voll mit Schokolade, wie wir das schon erkennen können. Und nun werden wir das Herz anbeißen. Es ist Vollmilch, komplett. Was für ein leckerer Start in den Tag. Ich schmelze dahin. Eine der besten Schokoladen, die ich kenne. Nur weiße Schokolade kann sie toppen. Also, das war ein Erfolg. Wirklich lecker. Da hat man auch mal was davon, ne? Von den ganz kleinen Dingern da. Mikroskopisch kleines Zeug. Aber heute war was Leckeres drin. Sehr schön. Also, ihr wisst Bescheid. Es ist der letzte Tag vor der Halbzeit. Das bedeutet, ihr geht da raus, schafft den Tag gut und dann sehen wir uns morgen wieder zum Halbzeitshow. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und ich hoffe, bis morgen. Sun Sun.